curiosity, interest, and obsession. Mile markers on my road to damnation. Und damit sage ich jetzt an dieser Stelle Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Darkest Dungeon, wo ich schon ein bisschen am Überlegen bin, was wir denn in den heutigen Folgen eventuell so in Angriff nehmen wollen. Als allererstes würde ich sagen, gucken wir mal in die Kutsche. Level 0 Helden, ja, nee. Behalte garstige Level 0 Helden, die nehme ich nicht mit. Ja, Level 1 kann schon sein. Das ist aber das Mindeste. So, wie sieht es denn mit dem Stress aus? Richtig gut tatsächlich. Ja, die einzige, die nicht zur Verfügung steht, ist unsere Barbarin, aber die muss ich ja sowieso heilen lassen, da. Und wir haben jede Menge Geld, das ist auch nicht verkehrt. Aber ich denke, dass wir hier nicht wirklich noch irgendwas machen können. Also sollten wir einfach in den Dungeon aufbrechen. So, die Frage ist nur, welchen Dungeon machen wir denn jetzt als nächstes? Die Meereshöhlen bieten sich gerade an. Die Meereshöhlen schreien gerade, hier, komm zu uns, spiel mit uns. Ich sehe keinen Grund, das nicht zu tun. Immer wieder ein Unhold mit, hatten wir länger nicht. Ja, der Flagellant wird wahrscheinlich mit dem Unhold nicht zusammenarbeiten wollen. Das war zu erwarten, aber wir können ja einen Kopfgeldjäger noch einpacken. Und zum Heilen nehmen wir, glaube ich, wieder einen Okkultisten mit. So, das ist meine Gruppe, mit der versuche ich es jetzt. Drückt mir die Daumen. So, wir müssen auch einmal rasten, oder wir können einmal rasten. Was natürlich im Umkehrschluss bedeutet, dass wir im Zweifelsfall das nächste Albtraum-Event für unseren Schildbrecher starten könnten. Allerdings nur, wenn ich den Dungeon tatsächlich... Jawohl. Wenn wir gut durchkommen, ansonsten, es ist natürlich das Problem. These salt-soaked caverns are teeming with pelagic nightmares. They must be flushed out. Ach du Scheiße. Na gut. Eine rätselhafte uralte Skulptur, die schwindelerregende Fragen aufwirft. Interagier mal damit. Fix und fertig. Minus 10% Schaden bei Lebenspunkten unter 50%. Das ist natürlich scheiße. Für eine Schadensklasse ist das echt scheiße. Okay. So. Ihr wollt aufs Maul, ihr kriegt aufs Maul. Ziehen wir den mal nach vorne. Dann kann die Schildbrecher nämlich nochmal durchbohren. Und der kann es beenden. So, ein Fluch noch hinterher. Ein bisschen schwächen, warum nicht? Was uns gerade so ein bisschen fehlt, ist ein Buff, ne? Irgendwas. Die Antiquarin funktioniert da eigentlich immer ganz gut, aber. Es geht auch so. Wummen! Sehr schön. Ich finde ihn in seiner normalen Gestalt fast nützlicher als in der Monsterform. Den Unhold. So, zack. Erster Kampf gewonnen. Destroy them all. Das lief doch schon ganz gut. Eine Schatztruhe, die völlig verkrustet ist.
und gleich wieder eine Schaufel rausgekriegt. Ja, das ist doch mal sehr geil. Das ist doch mal sehr geil. Da kann man sich definitiv nicht drüber beschweren. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Ah, Vampire, ja? Kann man die betäuben? Die Kleinen kann man betäuben. Dann machen wir das doch. Einfach zusehen, dass die Anzahl an Gegnern hier schon mal ein bisschen sinkt. Denn je weniger Vampirgegner wir haben, desto schwieriger wird es für sie, uns mit dem Blutfluch zu infizieren. Natürlich. Hier, eine Blendgranate für dich. Egal, hau einfach drauf. Destroyed. Yes! Das läuft doch sehr gut hier gerade. Das ärgert mich ein bisschen. Lässt sich aber auch nicht mehr ändern. Dann blutet er halt. Egal. Irgendwie werden wir schon überstehen. Glittering gold, trinkets and balls. Blöd ist halt nur, dass er unter 50% diesen Lebenspunkte-Malus kriegt, ne? In Radiance may we find victory. Da müssen wir es ja nicht unbedingt drauf anlegen. Das Blöde ist, dass das echt so ein linearer Pfad ist, ne? Wo man echt nur von A nach B rennt, bis wir dann irgendwann mit diesem Dungeon fertig sind. The light, the promise of safety. Minnekeekens! Menschliche Gegner hatten wir echt länger nicht, also. Komm her, du! Ab in Reichweite. Und dann kriegst du gleich die Kette an die Birne. Und erledigt. Ja gut, der Unhold kann sich ja selber heilen. Ah ne, der heilt sich nicht selber, der heilt seinen Stressschaden selber, ne? Oder? Ne, er heilt sich auch selbst selber. Okay. Dann tu das. Bring dich wieder auf Vordermann. So. Rums. Hackfleisch! Du wirst noch mal ein bisschen debufft, mein Lieber. Na, wir wollen ja nicht, dass du für zu viel Unruhe sorgst. So, die muss auch gleich mal geheilt werden dann. Kopfgeldjäger und Schildbrecher sind ausreichend für den Schadensoutput. Das heißt, der Okkultist kann die Schildbrecherin heilen und der Unhold heilt sich selber noch ein bisschen hier. So, immer schön mit der Ruhe. Ausgewichen. Es läuft echt gut gerade mit dieser Gruppe. Ich meine, es ist wahrscheinlich nicht die idealste Gruppe, aber... Seize this momentum. Push on to the task's end.
Ich muss echt sagen, machen wir so. Also ich finde, ich kann mich insgesamt wirklich nicht so wirklich über die Gruppe beschweren. Wirklich nicht so wirklich, ja. Läuft. So, wer knackt die Falle? Wahrscheinlich der Kopfgeldjäger. Jo. Hunger kann uns auch relativ egal sein. So, wunderbar. Wunderbar klappt das hier gerade. The match is struck. A blazing star is born. So. Vor dem Kadaver eines toten Wales wird hier wieder geklöppelt. Artillerie aus dem Jenseits! Aber du kommst mal nach vorne, mein Freund! Oh, und da futzelt er sich gerade wieder nach hinten durch. Der Schuss aus nächster Nähe, der ist immer brutal. Der kann richtig reinzwirbeln. Na, Glück gehabt, dass das ja gut funktioniert hat hier. Ich hab gesagt, komm nach vorne. So, das war ja gar nicht der. Scheiße. Jetzt habe ich den Bogen, den Fernkämpfer. Ja. Oh Gott, da wäre ich jetzt selber schuld gewesen. Masterfully executed. Aber ist alles nicht so schlimm. Success so clearly in view, or is it merely a trick of the light? So, Porträts nehmen wir auf jeden Fall mit. Achten wir mal mit einer Schaufel auf. Stein des Ausweichens. Ah ja. Aber so. Dann erkunde mal gleich weiter, mein Freund. Wartet gleich schnell der nächste Kampf auf uns hier. Ja, das haben wir schon gedacht, dass jetzt wieder Vampire kommen. Das war ehrlich gesagt echt zu erwarten. Und ich glaube auch nicht, dass das so glimpflich ausgehen wird wie unsere letzte Konfrontation. Ich denke, der Blutfluch wird wieder jemanden erwischen hier. Ja? Oh, verdammt. Impressive. Oh, Gott sei Dank, ausgewichen. Oh, der ist auch ausgewichen. Huh. Jawohl, ein Lebenspunkt. Das hat sich ja echt gelohnt. Kommt schon. Ich habe heute echt Glück. Ja, kann ich nur immer wieder sagen, ich habe heute echt Glück in diesen Kämpfen. Ja, das hätte auch schon völlig anders laufen können hier. Aber bisher schlägt sich die Gruppe echt souverän. A trifling victory. But a victory nonetheless. Der Rucksack enthält Wealth beyond measure. Eine Schaufel, 750 Gold. 750 Gold.
Platz. Die Trinket würde ich wahrscheinlich eher am ehesten verkaufen. So. Ach Scheiße, ich hatte gehofft, dass wir weiter erforschen würden. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Ja, ist aber zumindest bald ein Slot fürs. Another mariner? Another misfortune. As the light gains purchase. Also durch das Essen dann wieder ein Slot frei, dass wir da wieder was hinpacken können. Also den Dungeon an sich würden wir wohl ohne Rasten schaffen. Das ist jetzt die Frage. Curious is the trap maker's art. His efficacy unwitnessed by his own eyes. Ob wir die nächste Albtraumsequenz dann gleich noch mitmachen. Ich wollte gerade sagen, mindestens ein Raumkampf muss noch kommen. Was soll denn der Scheiß gerade? Ey. Der da muss weg und zwar so schnell wie möglich. Der explodiert nämlich sonst. Und dann wird's unbequem. Haben wir das Ganze schon wieder ein bisschen unter Kontrolle. In welcher Reihenfolge die drei stehen, ist ja im Großen und Ganzen unwichtig tatsächlich. Weil die können eigentlich alle von überall fast alles machen. Gifthauch. Die Artillerie schlägt nochmal zu. Und du erledigst den Kerl da. Zack, vielleicht funktioniert es ja nochmal. Na, funktioniert sogar nochmal. Cool. Schutz umgehen. Also. Lohnt sich aber nicht. A decisive pummeling. Das lohnt sich nicht wirklich, den Schutz da zu umgehen. Weil das Ding trotzdem kaum Schaden macht einfach, ne? Ja, dieser Kampf hier ist unser. Tschüss, Mann! Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Jede Menge Loot und es gibt mindestens noch einen Raumkampf. Oh, im nächsten Raum gleich. Und davor wahrscheinlich wieder eine Horde Vampire. Die Schatztruhe ignorieren wir erstmal. Noch haben wir ja eine Schaufel. Wenn wir die nicht mehr anderweitig brauchen sollten, kommen wir nochmal zurück. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Oh, das sind ja gar keine Vampire. Also irgendwer ist heute immer überrascht, ne? Egal ob wir oder die Gegner. Ach, ich meine, ich beschwere mich da nicht drüber. Nicht missverstehen. Rums. So. Jetzt ist der erste von deren Fernkämpfern schon mal erledigt. Hat trotzdem noch nicht ganz gereicht. Confusion. Ah, vor allem diese Schwächung, ne? Was genau schwächt der denn? Ausweichen. Das Ausweichen kostet dann. Oh, und gleich nochmal hinterher, ne? Sack sich. Du dummer Sau, sag du.
Ich fange an, den Okkultisten wirklich zu mögen. Am Anfang mochte ich den nicht so besonders wegen seiner Zufallschancen mit dem Heilen. Aber es geht doch häufiger gut, als dass es nicht gut geht. Und tschüss. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Die können wir gleich wieder benutzen. Und das Gold können wir gerade nicht mitnehmen, obwohl doch. Können wir auch mitnehmen. So, und der nächste Raumkampf gegen. Jetzt geht's ein bisschen auf unseren Stresslevel, ja? So, dann legt mal los. Rummens. Kritischer Treffer. Diese Gruppe legt sich richtig ins Zeug, habe ich das Gefühl. Ne? Die hauen richtig rein. Die wollen es echt wissen hier. Na, Mist. Ja gut, es kann ja nicht immer klappen. Es kann ja nicht immer klappen. Hauptsache es klappt oft genug. Dann bin ich schon zufrieden damit. Ein bisschen die Waffen noch. Denn er kriegt ja jetzt definitiv noch eine Attacke rein. Tschüss, Mann. Was haben wir denn hier? Stein der Gesundheit. Brought low and driven into the mud. Ja, du hast noch Platz. Tatsächlich noch ein bisschen mehr Platz, dann können wir ein bisschen Platz im Inventar noch schaffen. Ja? So, und da kommt noch ein Raumkampf, ne? Was mir jetzt erst bewusst gerade. For a task well performed. Da kommt definitiv noch ein Raumkampf, denn wir sind noch nicht durch hier. Ja, das habe ich schon erwartet, dass wir gleich wieder essen wollen. Es befinden sich noch Fischreste darin. Wenn wir jetzt noch ein Gegengift oder Heilkräuter, irgendwie sowas gehabt hätten, hätten wir uns das ein bisschen auffrischen können. Hätten wir was zu essen gehabt nochmal. Das war knapp. So, und hinein in die gute Stube. Ah, hier ist gleich der nächste Kampf. So. Madame, du bitte mal gleich nach vorne und mit uns spielen kommen, ja? Denn dich wollen wir als erstes loswerden. Du bist am gefährlichsten, / nervigsten. Ja gut. Eine entsetzliche Beschwörung kriegt sie rein. Das geht noch. Das geht noch, weil sie ja danach volles Brett aufs Maul kriegt. Einmal drauf. Erstaunlich, wie viele Kultisten sich diesmal hier in diesen Meereshöhlen rumtreiben, oder? Ja. Natürlich muss er nochmal einen Zug kriegen, warum auch nicht? Oh, und sie blutet.
Hui. Anhänger der Schwäche. As victories mount, so too will resistance. Ganz ehrlich. Da nehme ich lieber die Waffen mit. Die sind mir da gerade etwas mehr wert. Es war noch nicht. Da kommt noch ein Raumkampf, ne? Das wird mir gerade erst bewusst. Das Blut. Ja gut, das kann man natürlich auch jederzeit aus dem Hof holen, ne? Also so ist ja nicht. Das Porträt, wieso kann denn das Porträt? Was, nur drei Porträts auf einen Slot? Das ist ja furchtbar. Ich habe auch nichts mehr, was ich ausquartieren könnte, ne? Weil das Feuerholz will ich nicht wegpacken, weil ich ja die Albtraumsequenz noch machen will. Ja, scheiße, ey. Okay, Truhe merken. Und den letzten Raum noch. Als allererstes den da. Gefahr erkennen und beseitigen. Und zwar so schnell wie möglich. Das ist aus der ganzen Gruppe der gefährlichste. Wegen seiner Fähigkeit zu explodieren. Oh, wir heilen uns noch mal ein bisschen. Wir wollen ja schließlich auch volle Power haben, wenn wir uns den Albtraumkreaturen entgegenstellen. Da wird unsere Schildbrecherin dann wieder in Panik verfallen. Schaltest den da erstmal aus, dass der uns in Ruhe lässt. Während wir hier versuchen, die anderen zu erledigen. So, der Okkultist muss dann gleich nochmal versuchen, sich selber zu heilen. Wumms, wumms, wumms. Ich finde das gut, wie toll die sich tatsächlich halten hier. Ja, ich hatte ja am Anfang so ein bisschen Zweifel, was die Gruppenzusammensetzung angeht, aber das klappt wirklich ganz gut. Klar gibt es bestimmt stärkere Gruppen, aber die sind schon gar nicht so schlecht hier. Ja, die können auch ordentlich was austeilen und das sollte gar nicht den treffen. Habe ich mich verklickt, scheiße. Das ist blöd gelaufen gerade. This expedition at least promises success. Den Schlüssel brauchen wir gar nicht mehr, ne? Die beiden Truhen müssen wir beide aufbrechen. Das heißt, der Schlüssel kann weg für das Onyx-Ding. Ne, wir bleiben nochmal hier. Bösartig gemacht, verschlingt den Helden. Nein! Blöd gelaufen. Na gut. Dann gehen wir jetzt erstmal zurück und machen diese eine Truhe dann auf. A fortune waiting to be spent. So, dann können wir noch rasten. Und den Albtraum noch in Angriff nehmen. Diesmal bin ich ja darauf vorbereitet. Dann klappt es vielleicht ein bisschen besser. So, wichtig ist diesmal vor allem das Heilen. A moment of respite. A chance to steel oneself against the coming. Ich bitte ausblenden den Text da. Ich möchte lesen können, was ich hier auswähle. So, ein bisschen Stress erholen. So, jetzt brauchen wir Kampfbuffs.
Sekunden. Präzision hoch ist auch gut. Ein Gefährte plus 20% Schaden. So, mit den letzten vier vielleicht noch hier ein paar Wunden heilen. So. Anatomie ist zugegebenermaßen nicht mein Fachgebiet. Ich bin bereit. Ich fühle mich stark und mächtig. Vorwärts. Ich bin auf alles vorbereitet. Wir müssen auf der Hut sein. Ich übernehme die erste Wache. Nein! Es beginnt wieder! Die Schlangen sind zurück. Ghastly memories gather their strength. So. Ja, schlimm ist der Horror hier der Schildbrecherin. 23 Stress pro Runde. Da muss man sich schnell durcharbeiten. Wie stark ist der Gifthauch? Na, es geht. Die leidet am meisten hier. The ground quakes. Wir müssen echt auf unsere Schildbrecherin aufpassen. Die darf nicht draufgehen. Schiete. 4. 2 bis 3. Nee. Das ist gerade alles nicht so einfach hier. So, das Vieh ist betäubt. Dass die sich auch so auf sie einschießen, ne? Oh, lass sie doch mal in Ruhe! Ach, Alter! Das geht nach, das geht sowas von nach hinten los. Die sind aber auch wirklich nur auf sie fixiert, ne? Das wird nichts. Das wird nichts. Wir haben verkackt. Aus einem ganz einfachen Grund. Ja. Leckt mich doch am Arsch. Ist sowieso vorbei. Ist mit ziemlicher Sicherheit so gut wie vorbei. Spiel 3. Er hat noch 5 Lebenspunkte. Der wird sterben. Aber der nicht. Precision and power. And now the true test. Hold fast or expire. Ich habe auch nichts mehr zum Heilen, ne? Ja. Das ist es nämlich. Diese Kämpfe haben nämlich ein Zeitlimit und sobald die Schildbrecherin die Schwelle des Todes erreicht, ist der Kampf vorbei. Das heißt, in dem Moment, wo die sich alle so auf sie eingeprügelt hatten, dass sie definitiv, wenn sie das nächste Mal drankommen, allein durch ihren gewaltigen Dot von 12, 13 Punkten oder was das war, an die Schwelle des Todes kommst, war mir schon klar, okay, hat sich erledigt, brauche ich gar nicht mehr weiter versuchen. So eine Scheiße, aber wenigstens ist sie nicht ganz wahnsinnig geworden hier.
The pungent odor abates. The things are driven back for a time. Oh, das ärgert mich ein bisschen. Die sind echt nicht ohne, diese Albträume. Ich glaube, da wäre es auch echt nicht verkehrt, so ein, zwei Antiquarinnen dabei zu haben, die einfach nur dafür sorgen, dass unser Ausweichbuff halt sich immer, der Ausweichwert sich immer weiter erhöht, dass die nicht so oft treffen, wisst ihr? Das war mehr Gelegenheiten haben, sie zu erledigen. Wow, allen Level up? Nee, der Kopfgeldjäger nicht. Gebrechlich, super. Besessen von Nahrung. Minus 1 Geschwindigkeit, minus 10% Stressschaden. Die rote Seuche, der Kopfgeldjäger muss auf jeden Fall. Die müssen beide geheilt werden. Oh Manno! Dass die mir ständig so blöde Krankheiten reinbringen. Women and men, soldiers and outlaws, fools and corpses. All will find their way to us now that the road is clear. Die Kunde über unsere schwierige Lage hat sich verbreitet und eine neue Schar ehrgeiziger Leichname steigt aus der Kutsche. 6 mehr Rekruten als sonst. Gut, wir müssen aber ins Sanatorium. So, du musst in die Heilung. Und du musst in die Heilung. Okay. Irgendwas upgraden können wir nicht, soweit ich das beurteilen kann. Hier, du kannst im Kloster beten, um deinen Stress zu reduzieren. Und dann haben wir es erstmal alles wieder unter Kontrolle. Und gucken dann in der nächsten Folge von Darkest Dungeon mal, was genau uns da für Rekruten entgegengebracht werden. Und womit wir uns eventuell dungeon-technisch dann als nächstes beschäftigen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.